Hallo und willkommen zurück nach 2 Wochen, einer Woche, in der ich nicht geschafft habe, ein Video zu posten, weil bei mir doch einiges los war. Und auch dieses Video kommt, glaube ich, nicht am Sonntag, sondern eher Montag oder Dienstag, weil ich es nicht schaffe, das Video zu drehen und zu bearbeiten und hochzuladen, bevor Sonntag ist. Aber ich denke, das ist okay und danach versuche ich auch wieder den Sonntag als festen Termin zu nehmen. Aber ja, finde ich auch nicht so schlimm. Privatleben geht immer vor YouTube oder vor Videos. Und es ist auch tatsächlich büchermäßig gar nicht so viel bei mir passiert. Deswegen war das gar nicht so schlimm. Heute begrüße ich aber zu meinem Lesemonat Januar. Ich finde, dass der Lesemonat Januar immer sehr aussagekräftig ist dafür, wie das Lesejahr wird. Und mein Lesemonat war ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Also ich habe deutlich weniger Bücher gelesen, als ich gewollt hätte. Und ich habe mir eigentlich als Leseziel 80 Bücher dieses Jahr gesetzt. Und ich habe diesen Monat nur 5 Bücher gelesen. Und bei Goodreads, wenn man das da in der App trackt, dann sagt es dir immer, wie viele Bücher du voran bist oder ob du genau gut liest oder ob du halt hinter deinem Leseziel hinterher rennst. Und ich bin jetzt gerade 2 Bücher hinterher und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben hinter meinem Leseziel war. Also ich muss zugeben, das stresst mich gerade innerlich ein bisschen. Aber ist gerade erst der Januar. Ich habe auch ein Buch gelesen, was ich schon sehr, sehr lange lesen wollte im Januar, oder vor dem ich ein bisschen Angst hatte. Deswegen finde ich das okay. Aber egal, wir starten einfach. Ich habe den Monat eigentlich echt gut gestartet, weil ich glaube, ich habe sofort am 1. oder am 2. Januar ein Buch beendet. Und zwar ein Buch, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Es handelt sich dabei um The Maid oder Das Hausmädchen. Obwohl, ich glaube, das wurde gar nicht auf Deutsch übersetzt. The Maid von Nita Prose. Oder Nita Prosi oder wie auch immer man sie ausspricht. Und das war so ein Buch, von dem ich schon länger das Gefühl hatte, dass es mir ganz gut gefallen wird. Aber da ich immer dachte, dass das ein Krimi ist und ich ja nicht so die Krimileserin bin oder die Thrillerleserin, dachte ich, das ist nichts für mich. Ich habe es dann aber trotzdem getan und ich fand es tatsächlich echt gut, muss ich zugeben. Es dreht sich um unsere Protagonistin Molly. Und Molly arbeitet in einem Hotel als Hausmädchen. Das heißt, sie bezieht ja die Betten neu, räumt die Zimmer auf. Und sie hat das schon damals von ihrer Großmutter gelernt, mit der sie eine Zeit lang zusammengelebt hat, bis diese Großmutter gestorben ist. Und Molly ist sehr besonders. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass jeder, der das Buch liest, verstehen kann, dass Molly auf irgendeine Art und Weise im Spektrum ist und auch mit so sozialen Interaktionen nicht so gut zurechtkommt und auch anders denkt als Menschen, die nicht auf dem Spektrum sind. Und das erkennt man eigentlich auch ganz gut. Und ich glaube, es ist auch gewollt so geschrieben, dass man es erkennt tatsächlich. Molly ist aber trotzdem eine sehr spannende und auch sehr witzige und auch sehr coole Protagonistin, weil ich finde, dadurch, dass sie halt so Social Clues gar nicht nachvollziehen kann, macht das Ganze die Geschichte einfach ein bisschen spannender und ein bisschen flüssiger in dem Sinne, weil man sich halt oft so denkt, so, ey, Molly, so, was ist los bei dir? Aber auf jeden Fall ist Molly Hausmädchen und in diesem Hotel passiert dann ein Mord und Molly versucht dann diesen Mord aufzuklären. Ich fand es wirklich super. Ich mag so in Anführungszeichen schrullige Charaktere. Abgesehen davon, also unabhängig davon, ob sie jetzt auf dem Spektrum ist oder nicht, finde ich tatsächlich ganz cool. Ich mochte auch Ich bin Eleanor Oliphant zum Beispiel super gerne, weil sie ja auch so ein bisschen schrulliger ist. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir begleiten Molly dann, ob sie diesen Mord ja lösen kann oder nicht und auch was der Mord mit ihr persönlich zu tun hat. Und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das Hörbuch hat 10 Stunden oder so und ich habe es innerhalb von 1 bis 2 Tagen ausgehört. Also das kann man auf jeden Fall mal gut nebenbei hören. Und da ich ja gerade so ein bisschen versuche, mit Cozy Crime einzusteigen, hat mir das auf jeden Fall richtig gut gefallen. Dann dachte ich danach, habe ich ja einen Thriller gehört, dachte ich mir, okay, du hast gerade richtig cool Cozy Crime gehört, dann kannst du damit eigentlich weitermachen. Und dann habe ich mir ein Buch angehört, von dem ich wusste, dass es mir gefallen wird, aber dass es vielleicht ein bisschen härter wird oder ein bisschen ekliger als das, was ich davor gehört habe. Und zwar Verwesung von Simon Beckett. Das ist der dritte Teil der David Hunter-Reihe. Hier gehen wir nochmal ein bisschen in die Vergangenheit von unserem Protagonisten David rein. Er hat ja im ersten Teil, haben wir schon so ein bisschen über ihn kennengelernt, er ist Forensiker. Und zwar eine besondere Art von Forensiker. Er kann ziemlich viel über den Mord und auch über den Todeszeitpunkt und Co. erfahren, indem man sich die Leiche anschaut, indem er guckt, was für einen Zustand haben die, sind da Larven, sind da Maden und auch in was für einem Zustand sind dann auch die Insekten, die auf dieser Leiche sind und auch wie der Boden
irgendwie vom Bestand ist und alles. Dadurch kann er richtig viel erkennen und wir begleiten ihn halt immer mal wieder durch verschiedene Fälle. Dieses Mal spielt das einmal in der Vergangenheit und einmal in der Gegenwart. Und zwar hat David einmal ausgeholfen bei einem Fall, wo drei junge Mädchen verschwunden sind. Und durch dieses Verschwinden dieser drei jungen Mädchen gibt es einen Serienkiller. Ich glaube, der hieß Monk. Und David hat damals versucht, mitzuhelfen, dass Monk die Leichen der Mädchen ja, enthüllt, weil diese verschwunden sind. Und er hatte dann ja mal wieder Leute aus der Vergangenheit kennengelernt, mit denen er sich eigentlich ganz verstanden hat. Wir lernen noch mal so ein bisschen was über seine Familiengeschichte und Co. kennen. Und er wird dann praktisch wieder dahin geholt, weil Monk aus dem Gefängnis entkommen ist. Und er dann da so ein bisschen reinrutscht, um zu helfen, ja, erstens ihn zu finden und auch um die Leichen zu finden und auch jemanden zu beschützen, der ihm mehr oder weniger wichtig ist. Ich finde die David Beckett Sachen immer sehr gut. Ich würde immer noch sagen, Triggerwarnung, wenn ihr nichts irgendwie über zu viel über Leichen, Insekten und sowas hören wollt, dann bitte Abstand nehmen. Aber ich finde, die sind halt einfach super gut nebenbei zu hören. Die sind richtig spannend, die machen richtig viel Spaß. Und dafür, dass ich hier sage, ich bin keine Krimi-Mausi, macht es tatsächlich auch Spaß, weil es genug Spannung ist, aber halt nicht irgendwie in Richtung Horror oder so oder irgendwie zu spannend, dass ich jemand bin, der davon Angst kriegt. Deswegen macht mir die Reihe momentan richtig viel Spaß und ich finde es auch eine richtig gute Reihe, um in Krimis einfach einzusteigen. Ich finde aber, man merkt jetzt schon, obwohl ich ja, glaube ich, gerade bei Band 4 bin, ich glaube, ich habe eben Band 3 gesagt, ich glaube, es ist Band 4, ich finde, man merkt jetzt schon so einen kleinen, nicht Qualitätsverlust, aber bis jetzt hat mir der erste Teil, die Chemie des Todes, immer noch deutlich am besten gefallen. Ich denke, das ist aber in Ordnung. Und ich werde auf jeden Fall auch die anderen Teile hören und freue mich halt immer, wenn ich weiß, okay, du weißt halt gerade überhaupt nicht, was du hören willst, so als Hörbuch, habe ich da immer noch was, worauf ich zurückgreifen kann. Und die sind auf jeden Fall super cool, einfach nur so, nicht zum Nebenbei hören, ich glaube, dafür sind die doch ein bisschen zu anstrengend, aber halt so, um für mich ein neues Genre zu entdecken, mit dem ich vorher halt gar nicht so viel zu tun hatte. Dann kommen wir jetzt zu dem Buch, was ich endlich im Januar beendet habe und vor dem ich richtig, richtig viel Respekt hatte, es zu lesen, weil ich da so viel von gehört habe. Und ich habe das Buch tatsächlich auch schon zweimal angefangen und habe es abgebrochen, weil ich einfach nicht in dem State of Mind dafür war, weil es mir einfach zu anstrengend war und weil ich, ja, war einfach nicht der Vibe in dem Moment, war einfach wirklich nicht der Vibe. Und zwar Babel von R.F. Kuang. Erstens liebe ich dieses Buch. Ich finde, es ist einfach unfassbar schön. Ich komme da gar nicht drauf klar. Also es hat jetzt nicht irgendwie nochmal so einen besonderen Imprint oder sowas, außer halt hier auf der Seite, aber das ist auch halt nur Babel. Aber das war halt so ein Buch, von dem ich sehr, 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 sehr viel Respekt hatte, weil ich da so viel von gehört habe, einfach, dass es in Richtung Sprachtheorien und sowas geht. Und ich muss zugeben, Sprachtheorie war das eine Fach in der Oberstufe, wo ich durchgefallen bin. Also wo ich wirklich, glaube ich, eine 2 minus oder eine 3 geschrieben habe anstatt eine 1, weil ich das einfach absolut nicht verstanden habe. Ich bin einfach zu dumm für, fragt mich nicht warum. Aber deswegen hatte ich da ja ein bisschen Angst vor. Ich habe mir das dann aber tatsächlich auch als Hörbuch angehört, weil ich dachte, dass wenn ich dieses Buch hier, ist auch relativ dick, also als Buch lese, dann hänge ich da noch länger dran, als wenn ich es einfach als Hörbuch höre. Ich glaube, es waren jetzt auch 24 Stunden oder so. Und obwohl ist super, super, super anstrengend fand, fand ich es gleichzeitig halt auch richtig, richtig, richtig gut. Es dreht sich um Robin Swift und der ist eigentlich, glaube ich, Chinese und wurde als Kind, also wenn er, ich weiß nicht genau, ob der aus China kam oder ob es ein anderes Land war, dafür ist es jetzt schon ein bisschen zu lange her, dass ich das Buch gehört habe, aber auf jeden Fall ist er vom asiatischen Herkunft, ich glaube, wie gesagt, Chinese. Und er wurde als kleiner Junge von einem Professor nach London bzw. nach Oxford geholt. Er wurde dann von diesem Professor aufgezogen und hat dort dann eine Ausbildung erhalten. Und zwar alles, was man so braucht im akademischen Hintergrund, also Latein, verschiedene Sprachen, wie man sich in der Gesellschaft benimmt. Und er hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass er halt nie angekommen ist, weil er natürlich Ausländer ist in einem Land, die Ausländer nicht besonders gut behandeln. Er kommt dann mit einem gewissen Alter nach Oxford und zwar nach Babel. Babel ist ein Turm mit lauter Übersetzern, wo Magie in Silber geprägt wird. Und durch dieses Silber und diese Silberbarren kann dann halt Magie ausgeführt werden. Aber um dieses Silber zu aktivieren, muss man halt bestimmte Wörter benutzen oder bestimmte Übersetzungen und halt die Wörter miteinander verbinden. Und das ist, glaube ich, so der Teil in dem Buch, was am kompliziertesten ist. Und wo ich tatsächlich mich auch ein paar Mal
ja, dabei erwischt habe, wo ich so ein bisschen abgeschaltet habe, weil mir das dann einfach zu tief ging. Aber wenn man halt generell Sprachen interessant findet, was bei mir schon so ist, ich glaube, Sprachen würde ich auch das als das behaupten, was eigentlich meine Stärke immer in der Schule war. Da macht es auf jeden Fall Spaß und ist super interessant. Was hier halt auch super interessant ist, ist so ein bisschen von, ja, nicht Stockholm-Syndrom gefühlt, aber halt dieses Gefühl von, man ist jemandem etwas schuldig, weil er einen aus der Misere rausgeholt hat und dann zu realisieren, dass die Person, die dich gerettet hat, eigentlich der Ursprung deiner Misere ist. Robin wurde ja aus China geholt und er fährt irgendwann dahin zurück, wo er aufgewachsen ist, um dann da halt rauszufinden, dass die Engländer halt das Opium an die Chinesen verkaufen und die Chinesen damit halt dann praktisch abhängig werden und seine Misere halt auch davon kommt, dass halt seine Familie mit Opium in Kontakt gekommen ist. Und er gerät dann halt richtig in so eine Spirale, dass er einerseits dankbar ist, dass er die Möglichkeit hat, in Babel zu studieren und dass er Essen kriegt und dass er Geld kriegt und dass er keine Probleme hat und dass er ja auch einfach jetzt ein sehr gebildeter junger Mann ist, dem die Welt offen steht und gleichzeitig aber dem Gefühl, dass, ja, er halt ein Opfer der Kolonisation ist und dass er halt eigentlich gegen, ja, seinen Unterdrücker kämpfen muss. Und das ist in dem Buch halt wirklich, wirklich gut beschrieben. Und das fand ich sehr nicht schwierig zu hören, aber auf jeden Fall conflicting. Und ich glaube, das ist aber auch genau das, was das Buch machen möchte. Und wer sich nicht scheut, sich so Themen anzuhören und auch sich damit zu beschäftigen und auch das aus mehreren, ja, Perspektiven zu betrachten, wird hiermit super, super viel Spaß haben. Es ist keine Einfachlektüre, es ist jetzt nicht irgendwie Romantasy oder so, sondern es hat wirklich ein Buch einerseits mit ein bisschen Magie, aber hauptsächlich halt mit dem Thema Kolonisation und halt Sprachtheorie. Also schon Dark Academia, würde ich sagen, aber dafür war es wirklich gut. Also ich würde dieses sogar als mein Highlight aus dem Januar bis jetzt betrachten. Ich würde ihm nicht ganz 5 Sterne geben. Ich glaube, dafür bin ich aber auch einfach nicht die Zielgruppe, die an so einem Buch 5 Sterne vergibt. Aber es war wirklich, 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 wirklich toll. Und ich verstehe den Hype zu 100%. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Einteiler ist, weil am Ende kommt schon etwas, dass man ja noch einen zweiten schreiben könnte. Aber ja, ich möchte auch gar nicht viel zum Ende sagen, weil mich hat das persönlich ein bisschen schockiert, aber doch sehr abgeholt. Aber ich fand es wirklich, 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 wirklich gut. Danach habe ich dann noch ein Buch beendet, was ich auch schon ein bisschen länger in meinem Regal stehen hatte und das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Und dann dachte ich mir, okay, bevor du es auf Englisch wieder ewig mit dir rumschleppst, weil es jetzt auch nicht das angenehmste Format hat, kannst du es dir auch einfach auf Deutsch anhören und dann passt es schon. Vor allen Dingen, weil ich gerade noch ein anderes sehr dickes Buch lese und ich finde, dann kann das Hörbuch immer ein bisschen entspannender sein. Und zwar Belladonna von Adeline Grace. Ich weiß, dass das Deutsche, ich blende euch das hier einmal ein, mit dem anderen Cover rausgekommen ist. Ich habe mich aber damals explizit für dieses Cover entschieden, weil ich das viel, viel, viel schöner finde als das deutsche Cover, was rausgekommen ist. Und das war auch ein Buch, worauf ich mich schon sehr, 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 sehr lange gefreut habe. Es dreht sich um Signa Farrow und die wurde als Baby praktisch vom Tod besucht. Ihre ganze Familie wurde mit Belladonna-Bären vergiftet. Wenn man nämlich nur ein paar von diesen isst oder halt trinkt, indem ja das Gift verabreicht wird, dann stirbt man. In ihrer Welt gibt es den sogenannten Schnitter, also den Tod, der vorbeikommt, um die Seelen abzuholen und sie entweder, ja, ihnen zu sagen, ihr könnt noch was auf dieser Welt bleiben oder sie halt in das nächste, ja, nicht Reich oder Leben, sondern einfach halt weiterzuführen, wo auch immer die Seelen dann hinkommen. Das wird hier nicht genau beschrieben. Signa hätte eigentlich auch sterben sollen, weil Signa durch die Milch ihrer Mutter ebenfalls diese Belladonna-Bären zu sich genommen hat. Sie kann aber nicht sterben. Seitdem hat Signa aber das Gefühl, dass sie vom Tod verfolgt wird und auch, dass der Tod dafür sorgt, dass alle in ihrem Umfeld sterben. Sie kommt dann aber irgendwann nach Thorn Grove und dieses Haus gehört ihren weit entfernten Verwandten, den Hawthorns. Sie ist praktisch, ja, sie sind die letzte Anlaufstelle für sie. Sie hat aber auch Glück, weil sie eigentlich in ein paar Monaten oder ich glaube in 1 bis 2 Jahren volljährig wird und dann ihr riesengroßes Vermögen kriegt. Sie kommt in Hawthorn an, ja, lernt da ihren Cousin und ihre Cousine kennen und merkt da aber relativ schnell, dass da irgendwas nicht stimmt und dass ihre Cousine sehr nah an der Todesgrenze ist. Und sie wird dann von dem Geist ihrer Tante gerufen, um das alles so ein bisschen, ja, zu ermitteln. Und ab und zu taucht natürlich auch der Tod auf, weil der Tod absolut fasziniert von Signa ist, weil ihm noch nie untergekommen ist, dass eine Person nicht sterben kann.
Ich fand das Buch richtig gut, aber es war ganz anders, als ich erwartet habe. Also von dem, was hier so steht, habe ich irgendwie nicht was Dunkleres erwartet, aber schon, ja doch, was Dunkleres, muss ich zugeben. Ich habe tatsächlich irgendwie einfach was anderes erwartet. Ein bisschen mehr, ja, Blut, ein bisschen mehr Tod, ein bisschen mehr dunkel, dunkel. Ich wusste auch, dass das hier kein Spicy ist. Also das ist nicht wirklich spicy, da kommt so eine Szene vor, die so ein bisschen in Richtung geht, aber es ist wirklich nicht spicy. Aber ich habe einfach was anderes erwartet, aber trotzdem hat das Buch mich komplett abgeholt. Ich mochte die Dynamik von Signa und allen anderen Leuten in ihrem Umfeld sehr gerne, weil Signa einfach natürlich gar nicht in der gehobenen Gesellschaft aufgewachsen ist und deswegen so ein bisschen, ja, wie so ein Tölpel darin rumrennt, aber deswegen total faszinierend für alle Personen ist. Ich mochte den Tod, also den Schnitter, sehr, sehr gerne. Ich fand den sehr sarkastisch und sehr witzig. Auch die andere Person, so ein Stalljunge, der hier drin vorkommt, den fand ich super witzig. Und auch die Dynamik zwischen ihr und ihren Verwandten war sehr gut. Und auch die Geheimnisse und wie es ja am Ende aufgeschlüsselt wurde, fand ich sehr gut. Ich habe mich ein bisschen dumm gefühlt, weil ich dann doch fand, dass es sehr offensichtlich war und ich habe das halt einfach nicht gecheckt. Aber ich freue mich sehr, sehr auf den zweiten Teil. Es sind auf jeden Fall keine 4 Sterne, es sind auch keine 5 Sterne für mich. Dafür war es einfach zu anders von dem, was in meinem Kopf war. Aber ich freue mich sehr, sehr auf den zweiten Teil und bin sehr gespannt, wie es mit Signa weitergeht. Dann hatte ich danach noch das Gefühl, dass ich irgendwas Leichtes brauche und irgendwie, ja, sowas Romcom-mäßiges, weil ich fand, dass die Bücher, die ich gelesen habe, doch nicht heavy waren, aber Belladonna und Babel und auch Verwesung waren ja alle so ein bisschen mehr in die dunkle Richtung. Und dann dachte ich so, okay, so zum Ende des Monats, zum Abschluss, hörst du dir noch eine Romcom oder sowas an. Und dann bin ich über die Do-Over von Sharon Ann Peterson gestolpert, auch als Hörbuch. Und das klang an sich vom Text her ganz süß. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass ich mit dem Buch meine Zeit verschwendet habe, wenn ich ehrlich bin. In diesem Buch dreht es sich um unsere Protagonistin Percy. Und Percy sitzt eines Tages beim Zahnarzt und hört da eine Sendung, wo Leute mit ihren Freunden und Freundinnen Schluss machen können, also mit ihren Partnern, um dann Konzerttickets zu gewinnen. Sie ist eigentlich nicht entspannt, weil sie mag den Zahnarzt auch nicht so gerne, bis dann eine sehr bekannte Stimme aus dem Radio spricht und mit Percy Schluss macht, und zwar ihr Ex-Freund, der sagt, dass sie unfassbar langweilig ist und sie sich deswegen nicht vorstellen kann, weiterhin sein Leben mit ihr zu verbringen. Percy betrinkt sich daraufhin mit ihrem besten Freund und ihr bester Freund macht ihr eine Liste, die sie für das nächste Jahr beachten soll. Darunter ist zum Beispiel nicht daten, nicht darauf achten, wer du bist und dich nicht selbst kritisieren, nicht versuchen abzunehmen, sondern einfach zu essen und zu möchten, was du zu essen und zu leben und alles zu machen, was du möchtest. Und sie findet die Liste so ein bisschen dumm, findet sich aber doch darin wieder, weil Percy eigentlich jemand ist, die ihr Leben lang eher auf andere gehört hat, anstatt das zu machen, was ihr wirklich gefällt. Sie trifft dann, während sie versucht, sich so ein bisschen selber zu finden, ihren sehr attraktiven Nachbarn Nate, der mit seiner, ja, Nichte oder Tochter Layla zusammen in der Wohnung nebenan wohnt. Die kommen also immer mal wieder in Kontakt, weil er halt, ja, Zucker oder Eier braucht. Außerdem arbeitet Percy irgendwann an einer Stelle, wo sie oft mit Layla zu tun hat. Und die beiden, ja, lernen sich dann mehr oder weniger in verschiedenen sehr süßen Zufällen kennen. Ich fand das Buch okay, weil da so ein paar Aspekte drin sind, die mir so nicht gefallen haben, was aber Kritikpunkte sind, die ich an so Büchern, die in die Richtung gehen, öfters haben. Und zwar ist Percy, unsere Protagonistin, ich würde nicht mal sagen stark übergewichtig, aber sie hat halt Kurven, sie passt halt nicht in eine 32, sie isst halt gerne lieber Schokolade als Brokkoli. Und ja, muss sich halt die ganze Zeit aber von ihrer Mutter anhören, dass sie zu dick ist, dass sie bestimmte Kleidung nicht tragen soll, sie soll immer Shapewear tragen und sich halt zurückziehen. Und das ist halt ein sehr großer Teil in diesem Buch und das, finde ich, ist bei so Büchern öfter. Und ich bin schon jemand, die sich ab und zu gewollt ein Buch mit einer Protagonistin holt, die curvy ist und nicht 32 trägt, weil man sich damit ja auf irgendeine Art und Weise identifizieren kann, gerade wenn es ums Thema Dating und sowas geht. Ich glaube, das habe ich aber schon mal in einem anderen Video erwähnt, dass ich schwierig finde, wenn sich der Charakter der Protagonistin größtenteils darum dreht, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass der einzige Charakterzug, den die Protagonistin hat, nun mal ist, sich damit zu beschäftigen, abzunehmen oder sich damit zu beschäftigen, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie abnehmen muss. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass Frauen das wirklich so, ja, nimmt, dass sie mehr sind als ihr Gewicht. Und das hat mir in dem Buch nicht gut gefallen, weil das war immer wieder Thema. Also auch wenn die Protagonistin mal Kuchen gegessen hat oder mal Schokolade gegessen hat, dann hat sie das immer als
großen Gewinn gefeiert, dass sie mal was Süßes gegessen hat, anstatt ja die Karottensticks, die ihre Mutter ihr hingestellt hat. Und ich verstehe das Gefühl. Ich verstehe das Gefühl, ich verstehe das Gefühl von Essstörungen und ich verstehe auch, wie der Struggle ist. Aber ich finde, man soll so Bücher schreiben können, ohne dass das der Großteil des Buches ist. Also auch dieser ganze Aspekt, als sie ihren Nachbarn kennenlernt, denkt sie ganz lange, er kann sie nicht attraktiv finden oder er kann nichts von ihr wollen, weil sie ja nicht schlank ist. Und das hat mir wirklich nicht gefallen, obwohl ich den Rest des Buches sehr süß fand. Ich fand so diese Selbstfindungs Sache von Percy ganz süß, weil es da nicht nur, also hauptsächlich um ihr Gewicht ging, aber nicht nur, sondern auch so ein bisschen aus seiner Haut kommen, Sachen machen, die man sich auch nicht getraut hat. Vielleicht sich so ein bisschen selber finden und einfach ja nicht mehr drauf hören, was andere Leute sagen, sondern einfach nur das machen, was du möchtest. Gleichzeitig aber auch zu merken, dass du nur weil du deinen Charakter neu entwickelst oder nur weil du dich jetzt mehr traust, du nicht gleichzeitig unhöflich sein musst, zum Beispiel. Oder du halt dann nicht irgendwie, ja, dein ganzes Leben zerstören musst und nur weil du Menschen jetzt deine Meinung sagst, du nicht die irgendwie beleidigen musst oder sowas in die Richtung halt. Auch die Geschichte zwischen ihr und ihrem Nachbarn, wie die sich kennenlernen und sich so ein bisschen näher kommen und dass sie erst Freunde sind und dann immer so ein bisschen mehr, fand ich sehr, sehr süß und auch ein sehr, sehr gutes Timing. Und vielleicht bin ich da auch einfach nur getriggert, aber ich kann das halt nicht, wenn einer Frau, die nicht schlank ist, als einziger Hauptcharakterzug zugewiesen wird, dass Essen ihr Lebensinhalt ist. Weil das ist bei mir auch nicht so. Also es gibt Momente, da denke ich darüber nach, aber es ist nicht so, dass wenn ich jedes Mal was esse, ich darüber nachdenke, ey, wie viele Kalorien hat das jetzt? Und ich glaube, das ist auch kein Mindset, was man weitergeben sollte und auch kein Mindset, was man jeder Frau zuschreiben sollte, die nicht schlank ist. Und das passiert so oft in so Büchern und deswegen ist das, glaube ich, so ein Trope, der mich wirklich abturnt, wenn ich das lese und wo ich dann wirklich erst mit den Augen rollen muss. Und ich habe mich durch dieses Buch durchgekämpft, weil da viele Aspekte drin waren, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Aber das kam halt immer wieder, immer wieder. Gerade kam mal so eine Passage, wo das überhaupt kein Thema war und dann kam es wieder. Und das fand ich sehr anstrengend und deswegen habe ich, glaube ich, da so ein bisschen das Gefühl, dass ich mit dem Buch so ein bisschen meine Zeit verschwendet habe, weil ich immer wieder gehofft habe, dass mit der Entwicklung der Protagonistin, mit ihrem Charakter und auch mit dem, was ihr wichtig ist, dass das ein bisschen auf und in den Hintergrund gerät. Und ich weiß, dass das nichts ist, auch im realen Leben, was von auf der anderen Sekunde passiert, aber ich hätte mir gewünscht, dass das irgendwann keine Rolle mehr spielt und sie dann sich halt mehr auf ihre inneren Werte irgendwie so ein bisschen bezieht und was da halt nicht so stimmt und mit ihrem Problem. Und ja. Ist, glaube ich, einfach nur so ein Punkt, der mich besonders immer nervt, weil ich das sehr schade finde. Sonst war es aber tatsächlich ganz süß. Also wer eine süße Rom-Com hören möchte und darüber hinwegsehen kann, dass die Protagonistin nur gefühlt so zwei Charakterzüge hat, was das angeht, dann ist es in Ordnung. Ich würde es jetzt aber auch niemandem empfehlen und sagen, ey, musst du unbedingt hören, da gibt es auf jeden Fall andere Rom-Coms, auch mit dem gleichen Trope, die ich viel besser fand und die mir ja irgendwie mehr zugesagt haben. Das war mein Lesemonat. 5 Bücher. Ich würde sagen, eins davon richtig gut, Babel. Und auch The Maid fand ich richtig gut. Die anderen waren alle so lala. Und The Do-Over fand ich tatsächlich nicht so gut und habe mich tatsächlich auch in so eine kleine Leseflaute geschoben, bis dann Crescent City rauskam. Das lese ich gerade. Aber ja, das war irgendwie ein bisschen schwer. Sonst denke ich aber, dass 5 Bücher für den ersten Monat im Jahr ganz okay ist. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen ranhalten jetzt, ein bisschen mehr hören und ein bisschen mehr lesen, damit mich diese Zahl da nicht mehr so stresst, dieses du bist 2 Bücher im Verzug. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch so ein Trope auch aufregt oder ob ihr denkt, so, nee, interessiert mich eigentlich nicht, ich höre da einfach drüber so. Das geht mich jetzt gar nichts an, ob ich mich da umsonst aufrege und was ihr so gelesen habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.